gewinnen durch ein kurioses Eigentor von Lukas Radetzky. Aber erst in der 17. Spielminute hatten die Kölner die erste richtig gute Gelegenheit. Das war Antions Rudnes. Und das war die erste Chance in diesem Spiel, die Köln hatte. Aber dann kam es nämlich zu diesem Eigentor. 27. Spielminute. Zunächst hatte Radetzky ihn. Und dann macht er irgendwie sowas und will ihn dann kurz vor der Linie nochmal wegschießen. Aber da ist der Ball auch schon drin. Guarassai setzt Radetzky da auch etwas unter Druck und deswegen führt Köln hier 1:0, aber die Frankfurter kamen blitzschnell wieder zurück. Das war Gacinovic mit diesem guten Abschluss. 45. Minute, dann wieder Guarassai scheitert dann aber an Radetzky. Spielminute. Immer noch die Kölner. Das ist Rudnes auf Marco Höger. Und irgendwie schafft er bei dem Trikot vom 1. FC Köln kein einziges Tor zu erzielen. Auch nicht 7 Minuten später, wo er dann diese Riesenchance wie jetzt hatte. Aber da ist auch natürlich die Position relevant. Er stand da in einer ganz blöden Position und da kann man aus dieser Position kann man doch den ein oder anderen Torschuss mal nicht verwerten. 62. Spielminute, dann ein Foul von Leonardo Bittencourt an einen Frankfurter, an Gacinovic, und der sah daraufhin die gelbe Karte. Ja, da braucht er gar nicht zu protestieren, das war ein Foul. 77. Minute, dann die Kölner wieder mit der Chance. Diesmal legt Abraham Artions Rudnes den Ball vor die Füße und der kommt dann zum Abschluss. Aber mehr konnten die Kölner auch nicht bringen. Am Ende bleibt es dann beim 0:0. Schuld ist das Eigentor von Lukas Radetzky.